Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Commentary NHL 13. Heute mal wieder die Partie der Scorpions gegen die Pinguine. Die Pinguine haben hier bisher überhaupt nichts Gutes gegen die Scorpions rausholen können. Man erinnere sich da an den dritten Spieltag, wo man eine Overtime-Niederlage 2:1 hinnehmen musste, und an den 13. Spieltag zuletzt ein 0:1 nach regulärer Spielzeit. Spricht also einiges hier gegen die Pinguine, sogar gerade noch in Hannover hier Punkte zu entführen. Und zuletzt gab es ja seitens der Pinguine auch die knappe Niederlage gegen die Hamburg Freezers, glaube ich. Bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob es da die Niederlage war oder nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber heute wollen die Krefeld Pinguine natürlich wieder angreifen und endlich nach zuletzt 6 verlorenen Spielen und 4 Siegen endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Das wird auch mal wieder Zeit. Und ja, die Schwarz-Gelben, jetzt fällt es mir wieder ein, die ja zuletzt desaströs hier gegen Hamburg gespielt haben. Also da lief ja überhaupt nichts zusammen. Müssen sich natürlich hier enorm steigern in ihrer Leistung, um hier wieder im Tabellenmittelfeld nach oben zu kommen und nicht den Anschluss an die führenden Plätze zu verlieren. Ganz anders die Hannover Scorpions, die ja hier auf Platz 2 momentan überwintern quasi, sage ich jetzt mal. Direkt hinter den Ingolstadt Panthern, und die wollen natürlich hier auch die 3 Punkte haben, um eventuell an den Panthern wieder vorbeizuziehen. Also die Hannover Scorpions spielen bisher eine sehr souveräne Saison. Die Krefeld Pinguine hatten mal ein großes Hoch, konnten allerdings in letzter Zeit eher doch nicht mehr so punkten. Aber auch die Scorpions, wie wir es gerade hier in den Statistiken sehen, haben ihre Problemchen. 4 Siege in den letzten 10 Spielen, darunter 5 Niederlagen und eine Niederlage noch Overtime. Also auch hier gibt es die Sorgen. Was passiert, wenn weiterhin verloren wird? Wohin geht die Reise in der Tabelle? Und wohin geht die Reise heute in diesem Spiel? Wir sind sehr gespannt. Die Hannover Scorpions haben hier schon den ein oder anderen Schuss abgeliefert. Aber Lenko, wie zuletzt gegen die Freezers hier, sehr, sehr souverän. Hält hier die Scheibe erstmal fest in der Fanghand, ohne groß hier abprallen zu lassen. Die Pinguine scheinen mir auch heute wieder wenig mehr konzentriert zu sein. Wenig mehr hier auf dem Eis Anteil zu nehmen, und wir hoffen natürlich, dass das hier ein gutes Ende nimmt für die Pinguine, auch wenn es hier eine Mannschaft ist mit den Hannover Scorpions, wie bereits angedeutet, dass hier noch keine Punkte mitgenommen werden konnten. Aber jetzt erstmal hier wieder die Scorpions, müssen erstmal wieder aus dem Angriffsdrittel raus, Abseitsgefahr besteht, aber der Dump in der Erfolg gleich, und hier Niki Mond gleich an der Scheibe für die Scorpions und der Schuss. Und hier geht es auch schon gleich wieder los. Die Krefeld-Pinguine sehr unter Druck. Akta kann jetzt erstmal die Scheibe rausbringen auf Schwitki. Der spielt aber auf Hager. Hier fährt die Scheibe schön ihre Wege. Vasiljevs hat jetzt die Möglichkeit, aber verliert die Scheibe. Vasiljevs kommt zum Schuss. Ganz knapp, ganz knapp. Patrick Hager behält sie erstmal. Aber der Keeper der Hannover Scorpions, der ist natürlich auf der Hut hier. Man macht seinen Job und er macht ihn gut. Hörpörger, der Ex-Krefelder hier im Dienste der Hannover Scorpions. Auf Hoggen, Hörpörger, Lenko. Jetzt die Befreiung der Krefeld-Pinguine über Boris Blank. Der kommt von links, der schießt dann auch gleich mal rauf, aber kein Problem für den Keeper der Scorpions. Also das erste Drittel schon fast zu Ende, 5 Minuten noch zu spielen. Wir sehen hier eigentlich relativ gutes Eishockey, gerade von den Pinguinen, die zuletzt hier so desaströs gespielt haben. Erneut der Schuss, die Scheibe ist nur frei, Pietta, aber Petzold. Petzold, erstmal die Scheibe fest, Bulli vom Tor der Hannover Scorpions. Und ich werde immer mal so ein bisschen was trinken, denn die Stimme ist schon sehr, sehr angestrengt. Also nicht wundern hier, ne? Ne, Quatsch. Natürlich müssen wir ernst bleiben, es ist ja auch hier ein ernstes Spiel. Es geht hier um den direkten Einzug in die Playoffs oder über den Umweg mit den Pre-Playoffs. Und da haben die Krefeld Pinguine zuletzt ja sehr schlechte Erinnerungen dran an die Pre-Playoffs. Oftmals hat es dann nicht gereicht für den Einzug in die Playoffs. Und das wollen sie dieses Jahr verhindern, indem sie natürlich hier direkt in die Playoffs einziehen. Wir sind dabei, wir werden es erfahren. Spieltag Nummer 26 heute. Also wir haben noch eine Menge Holz vor uns, wenn wir diese 60 Spieltage rumbekommen wollen. Eine halbe Zeit der Liga ist dann schon vorbei. Und die Reise der Pinguine, die geht momentan doch eher nach unten. Und das muss abgestellt werden, um hier in der deutschen Eishockey-Liga zu bestehen. Da nochmal die Möglichkeit, aber Nicolat passt auf und sorgt dafür, dass es hier mit einem 0:0 in die erste Drittelpause geht. Bis gleich.
Looking for the latest news, scores, and statistics? Check out our team website for video highlights, player features, and great merchandise from our online store. Nach 20 Minuten steht es hier 0:0 und wir sehen uns wieder zurück zum zweiten Drittel hier. Der Krefeld-Pinguine in Hannover. Die Hannover Scorpions im ersten Drittel, ja, sehr offensiv eingestellt mit zwei, drei guten Schüssen. Aber Scott Denker hat die sehr gut pariert und die Krefeld-Pinguine, man merkt auf jeden Fall, dass der Biss wieder da ist. Dass auch die Offensivkraft wieder da ist und der Zug zum Tor nicht ausbleibt. Hier sehen wir es mit Blank, aber Pfosten, oh, oh, oh. Da hat man es ganz kurz noch Ding gehört, da war der Pfosten noch dran. Dimitri Petzold hier schon geschlagen, aber der Pfosten veraltet Schlimmeres. Ist ja auch ein roter Pfosten, der muss natürlich auch für Hannover sein. Und hier der Schuss der Scorpion zum Tor. 1-0 Hannover. Es beginnt wieder sehr schlecht, das zweite Drittel für die Pinguine. Scott King, sechstes Tor, besorgt hier die Führung für die Scorpions. Sehr, sehr schönes Tor, muss man so sagen. Da fahren sie hinterm Tor entlang mit Hogan. Der spielt einfach nach vorne und erwischt Lenko auf dem falschen Fuß. Obwohl es die Fanghandseite war. Keine Chance für den Keeper der Krefelder. Somit erneut der Rückstand hier gegen die Hannover Scorpions. Und jetzt wird es sehr, sehr schwer für den KFV. Wenn sich das nicht in den Köpfen festsetzt hier, dass man gegen Hannover bisher noch nicht punkten konnte, außer nach dieser verlorenen Overtime lediglich ein Zähler mitnehmen konnte, dann wird hier ein Sieg sehr, sehr schwer. Aber die Krefelder wollen hier gleich wieder was wissen. Rock Tika mit dem Schuss. Milwolf Trepanier, der probiert es allerdings abgeblockt hier vom Verteidiger der Scorpions mit Manning. Hennos jetzt auf Butzas und da gleich wieder in die Offensive. Die Scorpions gleich wieder nach vorne. Butzas und Linka und der Pfosten war mit dabei. Wilhelm schießt erneut. Lenko auf dem Posten. Tika kann die Scheibe nicht halten, verliert sie an Butzas allerdings der Schuss. Viel zu schwach und Lenko beruhigt erstmal die Situation, sodass es hier keine größere Gefahr gibt. Also man merkt schon wieder, die Krefeld-Pinguine, sie brechen doch langsam sehr, sehr ein. Und das darf sich natürlich jetzt nicht über weitere Strecken ziehen. Sie müssen endlich mal wieder ihre Form finden und auch ihren Siegeswillen, denn dann klappt es auch wieder mit dem Gewinnen. Stattdessen hier der erneute Schuss der Scorpion. Was soll man dagegen machen? Duncan Milroy, der Topscorer. Da muss doch irgendwas möglich sein seitens der Krefeld-Pinguine, hier gegen zu steuern und zu sagen, wir wollen den Sieg. Aber momentan kommt da einfach viel zu wenig. Stattdessen die Scorpions direkt vom Bulli weg. Erneut der Schuss auf Tor von Lenko, der hier doch gut parieren kann. Ben Ondrus jetzt wird hier festgefahren an der Bande, könnten aber mit Glück die Scheibe behalten auf Endras. Endras auf Aktak, schlechter Pass, allerdings bleibt die Scheibe erstmal drin. Aktak, der probiert's, aber Petzold. Ohne Probleme Petzold. Und sofort geht's in die andere Richtung mit Blank. Der probiert's hier über links, allerdings zu schlechter Pass. Ondrus kann sich hier dazwischen mogeln. Und Dück. Dück bringt die Scheibe raus über Pieter, dann zieht der Ondrus. Ondrus hat Platz, was macht er draus? Spielt ab auf Blank, aber kein Tor. Blank kommt da nicht zum Abschluss. Und somit keine Gefahr vor dem Tor von Dimitri Petzold. Die Hannover Scorpions weiterhin sehr, sehr stabil in der Defensive. Lassen wenig Chancen zu. Dementsprechend auch 0 Tore für die Krefeld-Pinguine. Und sie müssen nach vorne hin dann dementsprechend auch weniger tun. Können sich hier mit dem 1-0 erstmal gut zufrieden geben. Solange nichts von den Krefeld-Pinguinen kommt, braucht man sich darüber keine Sorgen machen. Wir haben jetzt noch 2,5 Minuten im zweiten Drittel. Vasiljevs und Pawlikowski. Blank. Jetzt hat er ein bisschen Platz vom Tor. Aber wieder schlecht geschossen. Kein Durchkommen einfach hier in den Verteidigungsreihen der Scorpions. Die Scorpions spielen das hier sehr, sehr clever runter. Letzten 30 Sekunden im zweiten Drittel. Sie versuchen es nochmal über links. Maki kommt da gut vorbei auf Marcinetz. Aber Lenko pariert dieses Mal. Wilhelm hält die Scheibe drin. Der spielt auf Mont, aber Mont gibt sich hier keine Blöße, lässt hier keinen Schuss mehr, sondern spielt nur die Zeit runter. Also 0:1 aus Sicht der Krefelder, hier nach dem zweiten Drittel. Im letzten Drittel müssen sie natürlich alles geben, damit sie hier noch ein paar Tore schaffen oder zumindest das notwendige ausgleichende Tor. Ob sie das überhaupt schaffen, das erfahren wir gleich.
20 Minuten verbleiben hier im Spiel der Scorpions gegen die Pinguine. Für beide Mannschaften. Auf der einen Seite natürlich die Scorpions, die hier den Sieg hoffen. Und auf der anderen Seite natürlich die Krefeld-Pinguine, die hier hoffen, noch den einen einzigen Treffer zum notwendigen Unentschieden zu erreichen. Aber die Scorpions erstmal in der Offensive. Hier wird der Puck glücklicherweise verloren aus Sicht der Pinguine. Pieta jetzt auf Blank. Was macht Blank? Da ist einfach keine Idee da. Blank spielt auf Pawlikowski. Der zieht ab von links. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, die Scheibe noch frei. Aber Petzold kommt dazwischen. Gibt sie auch gleich wieder frei, dass hier kein Bulli gibt. Das ist auch eine positive Eigenschaft hier des Keepers der Scorpions. Die dann sofort weiterspielen und das manchmal ja diesen Umschalter der gegnerischen Mannschaft so ein bisschen außer Kraft setzt. Ja, damit rechnet man nicht und dann kommt er doch. Und jetzt hier direkt der Schuss, aber Lenko, irgendwie kann er die Scheibe da unter seinen Beinen begraben. Letzten 15 Minuten jetzt hier verbleiben den Schwarz-Gelben und verbleiben auch den Roten, den Scorpions, um erneut die Krefeld-Pinguine zu schlagen. 7:14 Torschüsse für die Hannover Scorpions, spricht natürlich Bände. Da ist natürlich noch einiges mehr drin. Die Krefeld-Pinguine immer zuletzt mit wenigen Torschüssen. Und dann kann natürlich auch nicht viel dabei rumkommen, wenn man hier in der eigenen Defensive so fahrlässig mit dem Puckbesitz umgeht. Aber Trepanier kann die Scheibe erstmal unter Kontrolle bringen. Auf Micholat, der spielt direkt raus auf Hager. Sehr schöner Pass auf Schwitki. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Schwitki, Petzold kann nur abprallen lassen, aber Manning bringt die Scheibe unter Kontrolle. Und sofort geht es wieder zurück ins andere Drittel, ins Verteidigungsdrittel der Pinguine. Butzers über rechts frei. Ja, aber Scott Lenko, der kann hier ebenfalls gut parieren. Beide Torhüter sehr gut gestaffelt, sehr gut gestellt. Machen ihren Job bis dahin gut. Bis auf dieses eine Tor gegen Scott Lenko, wo er meiner Meinung nach nichts dafür konnte. Denn das Tor, das war absolut genial gemacht. Typisches Eishockey-Tor. Patrick Hager jetzt vielleicht für die Krefelder. Hager auf Nicolat. Der zieht einfach mal ab, aber wieder Petzold. 6,5 Minuten verbleiben noch. Hager auf Nicolat. Der zieht ab. Hager, aber auch der kommt nicht an Petzold vorbei. Wieder der Pfosten drin. Das ist so ein fieser Sport. Immer wieder der Pfosten. Und es will einfach nicht sein. Die Pinguine treffen hier nicht mehr. Und stattdessen das 2:0 für die Hannover Scorpions. Paul Manning. Verzeihung, Tommy Hanusch trifft hier zum 2:0 für die Hannover Scorpions und macht damit alles klar, dass hier die Krefeld-Pinguine erneut als Verlierer vom Eis gehen werden. Das dritte Spiel gegen die Scorpions, die dritte Niederlage, das ist kein gutes Omen für diese Saison gegen die Scorpions. Also 5 Minuten vor Schluss wird hier der Sack wahrscheinlich zugemacht. Was können die Krefeld-Pinguine ändern? Das gilt es hier nicht mehr in diesem Spiel festzustellen, sondern das muss man über die letzten laufenden 34 Spieltage, wenn man es so sagen will, in der Saison rausfinden, um hier nicht eine vorzeitige Sommerpause zu erhalten. Pawlikowski jetzt nochmal, allerdings hier wieder viel zu wenig energisch. Ohne Probleme können die Scorpions hier sich wieder befreien und gleich über Hogan wieder in die Offensive gehen. Die letzte Minute läuft. Und ich denke, der Trainer wird trotz allem noch hier den Torhüter vom Eis holen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass es hier noch das 3:0 gibt. Der Gasttorhüter ist vom Eis. Bulli vom Tor der Scorpions. Also viel wird hier nicht mehr gehen seitens der Krefeld-Pinguine. Da kann man nur hoffen, ob es jetzt hier dann nicht 3:0 ausgeht. Also bei diesem Stand und bei diesem Spiel, wie wir es hier gesehen haben, da hätte ich den Torhüter drin gelassen. Hätte ich da drauf gepfiffen, denn viel wird nicht mehr passieren. Hier sehen wir 6 Feldspieler für die Krefeld-Pinguine. Verweider lutscht hier rum. Das ist sehr schlecht. Und jetzt geht's nach vorne. Marki, der schießt und 3:0 für Hannover. 40 Sekunden vor Schluss. Empty Net Goal. Und nun ist endgültig die Schnur zu oben. Da ist nichts mehr zu holen für die Pinguine. Und ich muss gerade einfach lachen, weil es war so offensichtlich. Ich habe es gesagt, man soll es nicht tun. Schon gar nicht, wenn die Krefeld-Pinguine so desaströs wieder auflaufen. Fast so schlimm wie gegen die Hamburg-Freezers. Das wird eine sehr, sehr schwierige Phase jetzt hier, die Krefeld-Pinguine durchlaufen. 0:3 in Hannover. Zuletzt ein 0:1 gegen die Freezers.
Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser, meine Damen und Herren. Die nächsten Gegner, die werden nicht einfacher werden. Und abseits. Also langsam fallen wir hier in ein wirklich tiefes, tiefes Loch, was man auch an Daniel Pieter sieht. 15 Spiele vergangen seit dem letzten Scorerpunkt von Daniel Pieter. Also seitdem er nicht mehr trifft, kann man sagen, ist hier auch so ein bisschen das Durchwachsene reingekommen. Am Anfang standen die Krefeld-Pinguine so gut in der Liga da. Zuletzt die Leistung extrem nachgelassen. Das wird noch eine sehr interessante Liga. Also ich freue mich da wirklich drauf und ich hoffe, dass es für den KLV noch nach oben geht. Denn ich hätte so gerne, dass wir hier dann in den Playoffs oder in den Pre-Playoffs vertreten sind. Und nicht sofort in die Sommerpause übergehen. Das wäre eigentlich der Wunsch hier von dem Kommentator der Krefeld-Pinguine. Ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt schon mal von hier. 3:0 gewinnen die Scorpions meiner Meinung nach verdient zu Hause gegen den KLV, der heute wieder alles andere als selbstsicher aufgetreten ist. Da ist noch viel Luft nach oben und der Trainer, der muss langsam mal anfangen jetzt hier eventuell die Reihen umzustellen oder auch mal das Training zu ändern, denn sonst wird Ball an seinem Stuhl gesägt und dann ist er weg vom Fenster. Ich verabschiede mich hier aus dem Stadion von Hannover, freue mich gleich zurück auf diese Homo des Zentralen. So, zurück in der Saisonmodus-Zentrale und ich darf mich hier noch einmal korrigieren. Es waren nicht die Hamburg Freezers, gegen die wir verloren haben, sondern die Thomas Szabo Ice Tigers. Aber zuvor das 1:2 gegen die Freezers, also nun eine Niederlagenserie von 3 Niederlagen in Folge aufgebaut, nachdem wir zuletzt 2:0 gegen die Eisbären und 1:0 gegen die DEG eigentlich ganz gut dagestanden sind, gibt es nun die dritte Klatsche in Folge. Unser nächster Gegner heißt Augsburger Panther. Da dürfen wir gespannt sein. Aber zunächst einmal schauen wir auf die Tabelle, die wie folgt aussieht. Auf Platz 1 immer noch Ingolstadt, dahinter die Scorpions. Auf Platz 3 unser nächster Gegner, die Augsburger Panther. Das macht es natürlich nicht besser mit dem Wissen, dass sie hier weit, weit vor uns sind. Auf Platz 4 die Ice Tigers, dahinter die DEG, München, Wolfsburg, der KLV jetzt auf 8, also aus der direkten Playoff-Qualifikation raus. Auf der zweiten Seite sehen wir dann die Mannheimer Adler, die nur noch 2 Punkte vom KLV entfernt sind. Dahinter Hamburg, Straubing, Iserlohn, Berlin und die Kölner Haie immer noch auf dem letzten Platz. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ist hier Tore und Assists. McDonald von Mannheim hier, 13 Tore zusammen mit Ross von Ingolstadt, führen die Liste hier an. Auch die Assists, Ross von Ingolstadt 19 und Moore von Augsburg 17. Insgesamt Punkte führt Ross an mit 32, vor Kovan von den Iserlohn Roosters mit 26 und Reich von Ingolstadt mit 25. Die meisten Siege hat Dimitri Petzold von den Hannover Scorpions zusammen mit Patrick Ehelegner von den Thomas Szabo Ice Tigers jeweils 14. Unsere Spieler sind hier sehr, sehr minimal bis gar nicht vertreten. Der Safe-Prozentsatz von Freddy Prathwaite liegt bei 94,37%, dahinter Ehelegner mit 93,26%, Scott Lenker hier vom KLV mit 92,01% auf Platz 7 und die Gegentordifferenz führt allerdings der Keeper der Krefeld-Pinguine an mit einer Gegentordifferenz von 1,38 Toren pro Spiel, dahinter Freddy Prathwaite von den Mannheimer Adlern mit 1,49%, also wenigstens hier haben wir einen Spieler vertreten, wenn auch den Torhüter. Auf jeden Fall war es das von hier. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Spiel wieder einschaltet. Bis dahin, euer Bloody LP.